Hallo. Letzte Folge hatten wir drei Fälle, zwei Rager und einen, der so ein bisschen komisch reingekackt hat. Und ratet mal, wer gebannt wurde. Unser Mann aus dem dritten Spiel wurde gebannt. Und zwar gerade gestern, also der auf Lake aus diesem Wingman-Spiel. Die anderen beiden, die reingeraged haben, sind noch auf freiem Fuß, was etwas enttäuschend ist, weil gerade letztes Mal hatten wir jeden Suspect mit einem Bann, dann eine Woche später. Jetzt sind die zwei noch unterwegs. Naja, vielleicht bekommen sie einen Bann ja heute oder morgen. Da können wir natürlich noch ganz fest in die Daumen drücken. Bei unserem frisch gebannten Knilch gibt es leider nichts zu sehen. Ihr habt euch gewünscht, dass die Gruppen angezeigt werden. Das habe ich jetzt mal gemacht. Er ist in einer Anti-Hack-Gruppe. Mhm. Und ja, es gibt sonst nichts auf seinem Account, dass man sich irgendwie angucken könnte. Brandneuer Account. Wobei, eine ärgerliche Sache gibt es noch. Und zwar war natürlich bei den anderen Zweien, die reingeraged haben, auch Rager im Gegnerteam und in ihrem eigenen Team noch. Also da haben mindestens 4 Leute pro Game schön auf den Boden geguckt und sich gedreht. Und ja, die sind alle noch im Moment auf freiem Fuß. Was sehr schade ist, denn ich dachte, wir können vielleicht auf dem Erfolg von letztem Mal aufbauen. Da hatten wir dann, wie viel Bands? 5 Bands? Aber naja, laden wir uns mal in den nächsten Fall, ne? Wir fangen heute wieder mit einem Mirage an und einem... Wo ist das Knife Doppler? Monsieur! Gut, wenn er meint, wenn er meint. Also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall mal ein Holzauge drauf, den Knilch. Also nicht jetzt auf den Fall hier, ne? Schmeißen wir direkt mal weg. Das gucken wir uns auf dem Account dann mal genauer an, ne? Mhm. So, der bekommt natürlich das volle Programm. Denn, ja. War ja ziemlich eindeutig. Und jetzt gucken wir mal direkt in seinen Account rein, ne? Ja, da ist es am Start, den Ursus Knife Doppler in Factory New. Und dann hat er hier noch eine... Neon Revolution, hier noch eine Glock 18, Weasel. Guck mal kurz noch so durch, was noch drin ist. Also richtig sweete Sachen, ne? Hier so eine Fuel Injector, okay. Noch mehrere Fuel Injectors, mhm. Ach gut, ist jetzt nicht sonderlich wild. Aber Knife ist Knife. Die Lobby ist generell gut gefüllt mit Leuten, die schöne Skins haben. Ich habe mir eben alle durchgeschaut. Also zwei, drei andere haben halt ein paar. Also sein Teamkollege hat noch ein Knife. Wartet. Ich muss halt immer alles hier dann, ihr wisst schon, schwärzen und sowas. Das ist ein bisschen nervy. Wie heißt er? Ach ja! Jürgen. Der hat dieses Knife hier in Tiger Tooth. Wie gesagt, ein Teamkollege von ihm, der aber nicht reinhackt. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Bei den Feinden ist noch einer, der blatant am Reinkacken ist. Aber sonst, naja, es sind ja schon genug Hacker dann eigentlich. Ne? Wenn du zwei Rager hast, ist schon eklig. Ach guck mal, der hat auch noch hier eine Mortis. Stymphalian und die Cortex ist auch ein bisschen was wert. Das Graffiti habe ich noch nie gesehen. Krasses Ding. Oh, eine Neon Rider, auch nicht schlecht. Und guck mal da, eine Prince Dream. Ja, doch, also der hat da schöne Sachen liegen. Eine Monster Mashup, die Justice, eine Hyper Beast. Ja, oh, eine Empress. Also dem habe ich auf jeden Fall schon mal alles gedrückt, was man drücken konnte, denn er hat ja eindeutig reingeraged. Wir schauen uns jetzt einfach nochmal einen Fall an und vielleicht kriegen wir wieder einen. Mit so vielen Sachen. Oh, das zwei. Der ist clean. Oh, der schaut tatsächlich noch geradeaus. Aha. Dann machen wir direkt hier unser Overlay an und schalten mal rein. Was treibst du? Ärgerst du deinen Kollegen? Guck mal nach seinen Stats. Kompletter Standard. Auch wenn man so ein Spray machen kann durch die Smoke, gerade wenn die Gegner zurückschießen, weil dann weißt du ja, wo sie stehen und kannst auf sie schießen, aber es sah irgendwie komisch aus. Also ich denke, er hat Info, das würde ich jetzt schon ab Runde 2 sagen. Aber kein Skill. Also, was ja halt auch Standard ist. Er kann es nicht nutzen. Da kommt einer raus. Und sein Aim, Wahnsinn. Dass er den noch gekillt hat. Er hat die Waffe noch nicht mehr rechtzeitig in der Hand gehabt. Ah, ja. Jetzt muss er natürlich richtig reinkacken. Weil er nochmal ein bisschen geschrumpft ist untenrum. Er war schon verschwindend klein, aber jetzt ist er halt gerade reingewachsen. Er hat leider nichts Schönes am Start, Skinny Vanilli. Also ich kann euch schon mal eine kleine Prophezeiung geben, der Account wird komplett leer sein. Maximal in irgendeiner Cheater-Gruppe, Level 0, Hans Wurst halt. Zack und zack und zack und ab dafür. Was erhoffen wir uns jetzt? Jemanden mit Skins, jemanden, der nicht hackt? Train, Wingman, habe ich gar nicht drauf gehofft. Aber Abwechslung ist Abwechslung, ne? Ah ja, abwechslungsreich. Den rasseln wir direkt weg, machen noch einen, das ist ja Quatsch hier. Kann das sein, dass es irgendwie ein Limit gibt an Overwatches, die man am Tag machen kann? Ich krieg keinen Fall rein. Das sind jetzt vorneweg 20 Minuten ohne neuen Fall. Hello? Manchmal glaube ich, dass CSGO das irgendwie rafft, dass ich hier die mir die Fälle praktisch mit rauslese. Und dass es mir deswegen keine gibt. Ich habe jetzt mal geschwind hier alles ausgeschaltet und guck, ob es jetzt läuft. Ach ja, Mirage schon wieder, okay. So, Dalle, wie sieht's aus? Im Warm-Up bist du nicht am Reinkacken. Sehr schön. So, also Runde 1, Monsieur. Was ist? Okay, okay. Präzise, wie ein Uhrwerk. 100% Headshot-Rate aktuell.
Wobei es am ersten auch jetzt keine große Schwierigkeit war, dann nicht den Header zu drücken. Hier ist wieder ein Header drin und ein weiterer, nach wie vor 100%. Den Onside hat er nicht gesehen. Mit Warlock hätte er ihn eigentlich sehen sollen. Vielleicht hidet er hier ein bisschen rein. Mal schauen. Die Nate ist zeitig auch nicht gut geworfen. Also mit Info hätte er gerade diesen Low-HP-Boy eigentlich locker wegnaden können. Wobei der da scheinbar auch fest stehen bleibt. Na, jetzt kommt er. Was macht er denn jetzt? Versteckt sich hier. Und tanzt. Mhm. Ja. So viel dazu. Skins hat er nicht. Der Incon ist schon weg. Links ist einer under construction. Da geht der Mate rein. Habt ihr eben gesehen, wo seine Schüsse hingingen? Gerade eben, als er in die Box reingeballert hat. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich kann nicht zurückspulen. Aber ich hätte schwören können, dass ein Schuss so ein bisschen nach links, also arg weit nach links geflogen ist. Da war so ein Fadenkreuz überhaupt nicht. Also ja, immer noch 100% Headshot-Rate bei mittlerweile 6 Kills. Möglich ist es natürlich. Möglich ist es. Aber, na gut, mit der MP hat er sich jetzt die Rate halt versaut. Aber den zählen wir jetzt einfach nicht. Mit der MP auf die Entfernung auf den Gegner, der irgendwie noch einen HP übrig hat, lassen wir einfach mal wegfallen. Für uns ist er immer noch bei 100%. Was für Diegelschälchen wird er hier noch drücken? Mhm, one on one. Er ist zu fett, um da durchzugehen. Hex machen nicht alles, ne? Laufen muss man schon noch selbst. Obwohl es sicherlich auch Sachen gibt, die einen irgendwie, oder? Die für dich laufen, bestimmt. Auf geht's, komm, jetzt geh mal rauf. Da kommt jetzt gleich, oh. Sein Mate killt jetzt halt gerade alle Feinde, er kann gar keine Kills mehr machen. Macht lieber sowas hier. Und da ist der vorletzte Feind auch verschwunden. Canary hat alle weggehauen, glaube ich, die Runde, warte mal. Komisch, er schießt gar nicht mehr. Obwohl, sein Mate hat ja auch gesagt, der ist jetzt down. Ja, natürlich, Bulldog bekommt den Hardcore-Boy. Übrigens weiß der Suspect, dass links der Feind irgendwo rumsteht, hat er auch nachgeladen. Kein Headshot. Draufgezogen wie ein König. Also, das war tatsächlich, sah von Hand hochgezogen aus. Jetzt müssen wir mal schauen. Er bleibt stehen und stellt wahrscheinlich ein. Wir gucken kurz nach den Stats. Also, er steht hier bei 902. Sein Mate, der jetzt eben ja, einen Vierer-Klatsch gemacht hat und dann die Runde davor auch, glaube ich, 4 Leute geklatscht hat oder halt gekillt hat. Der hat sich jetzt hochgearbeitet. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt machen sie ihm den Chaos. Ha. Auf Short hat er eben die Steps gehört. Dreht sich um und fängt an, auf B zu schleichen. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. B verschwindet. Er kann lässig planten, ganz alleine. Oh, schon wieder eine Schelle. Also er ist trotzdem noch bei 80% Headshot-Rate. Den MP-Kill wollen wir ja nicht zählen. Und den mit der AK, naja, gut, komm. Den kann man zählen. Macht er jetzt wieder einen Headshot. Wenn ich jetzt einem Larry oder einem Sneasel und Co. über die Schulter schaue, dann kann das natürlich auch in einem Spiel gegen, ich sag mal, schlechtere Gegner passieren, dass sie halt eben solche Sachen drücken und auch so eine hohe Headshot-Percentage haben. Und gerade mit Deagle eben dementsprechend reinkacken. Das behalten wir einfach mal im Hinterkopf und gucken weiter rein. Der eine ist da oben, ne? So an sich spielt er ja recht vernünftig, beziehungsweise zeigt sogar an manchen Stellen, wie vorhin dieses um die Ecke schießen und direkt mit der Waffe spielen oder an seinem Mate rumtänzeln und sowas. Es wirkt so, als wenn er halt auch extrem von sich überzeugt wäre, beziehungsweise als wenn er hier halt einfach Spaß hat. Ne? Also gar nicht wirklich reinspielen muss, sondern tatsächlich Spaß hat. Übrigens der erste Kill war nicht von ihm, sondern von, das ist schon weg, von seinem Mate hier, von Canary. Und da ist es schon vorbei. Vision Assist ist jetzt dann, ja, eher schwach, würde ich sagen. Könnte sein, aber ich denke eher nicht, weil da war dann doch zu oft zu wenig Info bei ihm einfach. Und bei Aim Assist lasse ich euch einfach mal entscheiden, was ihr ihm drücken würdet. Ich werde jetzt hier gleich das hier wegmachen, dass ihr nicht seht, was ich mache. Und dann sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Ich bedanke mich hier auch direkt fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Mittwoch und im nächsten Livestream morgen um 18 Uhr dienstags. Ihr wisst Bescheid. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Haut rein und natürlich noch ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Schön, dass ich euch habe.